Wir wollen sie aufdecken, die großen Tricks der Lebensmittelbranche. Den Schokopudding-Trick zum Beispiel. Leckerer Pudding sogar mit Sahne und das für nur 19 Cent. Wie kann das gehen? Den beliebten Schokopudding mit Sahne gibt es natürlich nicht nur bei Aldi, sondern auch bei Lidl, Penny und Netto. Der 200-Gramm-Becher kostet gerade mal 19 Cent. Viel Genuss für ganz wenig Geld. Wie geht das? Sebastian Lege ist Produktentwickler und kennt die Tricks der Hersteller. Heute machen wir Schokoladenpudding. Wir kennen den alle. Mit Sahne on top. Aber Schokolade, so wie wir sie kennen, brauchen wir dafür ganz und gar nicht. Mit einem Pudding wie von Oma hat das Industrieprodukt wenig zu tun. Denn der wäre zu teuer. So, und jetzt machen wir Schokopudding. Schokopudding, heute alles im Mixer. Ne? Grundzutat ist meistens immer Milch. Allerdings entrahmt mit höchstens 0,5% Fett. Wir nehmen nur die Wassermilch, auf Deutsch gesagt. Dann natürlich, wie in allen günstigen Speisen, ganz, ganz viel Zucker. 30 Gramm für einen Becher. Zucker macht gute Laune. Bisschen Fett, weil Sahne ist ja raus. Natürlich immer Pflanzenfett, ist immer günstiger wie tierische Fette. Das hier ist keine Partydroge, sondern Monodiglyceride von Speisefettsäuren, damit der Pudding schön glänzend, samtig weich wird und alles sich miteinander super verbindet. Billiger Pudding, billige Zutaten. So lassen sich bei der Massenproduktion Millionen sparen. Weich mir noch ein bisschen Gelatine ein. Omas Pudding wird durch Stärke und Sahne zusammengehalten. Billiger ist Gelatine. Gelatine ist ein tierisches Produkt. Wird meistens aus dem Spalt der Tiere gewonnen. Ja, der Spalt ist das, was zwischen Haut und Fett liegt. 90% davon ist vom Schwein, weil es da natürlich auch am günstigsten ist. Schweinereste im Pudding. Für Vegetarier und Muslime ist das Discounterprodukt schon mal nicht geeignet. Und wo bleibt die Schokolade? So viel Kakaopulver kommt da bestimmt nicht rein. Kakao ist teuer, Kakao ist ein wertvoller Rohstoff. Und maximal 1-2% mehr wird in so einem fertigen Schokopudding nie reinkommen. Nur 1% Kakaopulver ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Geschmack entsteht durch Aromen. Aber was wäre der Schokopudding ohne das fluffig-luftige Sahnehäubchen on top? Damit die Sahne auch fluffig-luftig lange im Becher erhalten bleibt, müssen wir hier auch ein bisschen nachhelfen. Ein kleiner Stabilisator. Wir schäumen es auf. Nicht mit dem Mixstab, sondern hier mit dem Gas. Tierische Gelatine, Zusatzstoffe und Aromen für den Geschmack. So wird aus entrahmter Milch und Zucker ein günstiger Schokopudding. Ich würde sagen, sieht aus wie das Produkt, das wir aus unserem Kühlregal kennen. Mit 1% Schokolade, mit viel luftiger Sahne, die auch lange luftig bleibt. Im Discounter-Vergleich zeigt sich, bei Lidl ist am wenigsten Kakao im Pudding. Nur 1%, das gesetzliche Mindestmaß. Netto und Penny verarbeiten immerhin 40% mehr Kakao als vorgeschrieben. Und das zum gleichen Preis. Tierische Gelatine beinhalten alle Schokopuddings. Denn bei diesen billigen Preisen müssen die Discounter einfach an guten Zutaten sparen.